Aufgepasst, ab dem 22. Oktober wird die Abflugebene von Terminal A geschlossen. Der Grund: bis Juli 2014 wird das 1973 errichtete Terminal komplett umgebaut. Joachim Müller-Bloch ist Projektleiter. Gemeinsam mit Architekten und Fachingenieuren hat er die zweijährige Planungsphase nun abgeschlossen. Der Umbau kann beginnen. Eine logistische Herausforderung. Die großen Eingriffe passieren in der Form, dass wir das Terminal erstmal außer Betrieb nehmen. Das ist kein einfaches Unterfangen, weil wir sehen hier im Hintergrund zum Beispiel die Airline, die Lufthansa, die in das Terminal C umziehen muss. Danach geht es dann aber auch tatsächlich im November richtig los mit den Baumaßnahmen. Und hier hat sich der Flughafen einiges vorgenommen. Moderne Lichtkonzepte, hochwertiger Granitboden und für den Passagier mehr Komfort vor und besonders hinter den Sicherheitskontrollen. Hier sieht man noch einen schon ausgeräumten Duty-Free-Shop, der ersatzlos zurückgebaut wird. Und gerade hier im hinteren Bereich kann man die relativ kleinen Einzelwarteräume sehen, die es so in Zukunft nicht mehr geben wird. Und das macht den großen Vorteil unseres Neubaus, Umbaus aus, dass wir dort für den Passagier deutlich bessere Wartemöglichkeiten schaffen. Das Terminal A wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Dennoch bleiben einige Einrichtungen erhalten. Wir werden natürlich die teuren Schalter wiederverwenden, herausbauen, was allerdings vollständig erneuert wird. Und wir können das hier unten sehen, das ist noch eine Anlage, die 40 Jahre alt ist, die bislang noch nicht erneuert wurde. Und diese Bänder werden komplett neu eingebaut, sodass wir dann für die nächsten Jahre gewappnet sind. Während des Umbaus wird der gesamte Flugverkehr von Terminal A in die Terminals B und C verlegt. Ein Umzug, der hilft, den Hannover Airport fit für die Zukunft zu machen.